So, weiter geht's hier nochmal mit Vecchi Rig. Weiter probieren an einem weiteren Spot. Ups, auf Bach Saibling, Ludoger Saibling und natürlich Klotz Saibling. Zack, direkt wieder raus hier und zur zweiten Rute greifen. Und dann hier gucken, dass wir die ein wenig in Wallung kriegen mit Vecchi Rig am Archipel. Scheint ja in den letzten Wochen immer wieder richtig gut zu funktionieren. Von daher muss man das auch einfach immer mal wieder testen. Vecchi Rig, ja, wenn man in die Rekorde reinschaut, da gibt es quasi nur einen Köder. Gucken wir gerade mal eben rein. Bachsaibling, hier ist er. Und da ist der Köder. Es gibt nur diesen einen Köder. Es ist hier alles... Okay, es gibt zwei Köder. Okay. Es gibt zwei Köder. Es gibt den 4,5er 005. Und es gibt den 7er 005. Beides nasty warm. Ja, in 005. Also dieser grau-silberne. Aber... 4,5er rasiert anders, deutlich besser, viel mehr Frequenz und direkt mal anschlagen, viel mehr Frequenz auf dem 4,5er als hier auf dem 7er. Vorhin schon ein kleines Wettangeln hier gemacht und ja, da hatte ich es auch ein bisschen ausprobiert. Deutlich bessere Frequenz, Ludoger Saibling, nehmen wir auch gerne mit, richtig schicker Brocken. Sehr, sehr nice. Hier am 17-Meter-Loch. Sehr gut. Ja, und der 7er hat leider gar nichts gebracht, also an Frequenz. Aber ja, das muss man natürlich auch noch weiter testen. Zack. Und da geht der erste rein und hat auch richtig Bock. Nice. Ich bin hier relativ fein unterwegs. Und ich hoffe hier natürlich auf die ultimative Trophy. Ich nehme sie auch alle drei mit. Ich nehme Ludoger Lachs mit. Ludoger Saibling, den normalen Bach Saibling und natürlich auch den Klotz Saibling. Alter Falter. Und ich hoffe nicht schon wieder auf dem Stör. Oha, ich bin fein unterwegs. Das heißt, hier geht alles ordentlich in die Bremse, was so ein bisschen in Richtung 3 Kilo plus geht. Also, es kann hier tricky werden mit den Brocken. Ja, feines Setup. Wir gucken uns das gleich natürlich im Detail nochmal an. Ausreichend Schnur sollte drauf sein. Für einen langen Drill gewappnet und gerüstet. Aber, na guck mal, die sind gar nicht so tief unten. Zander, guck dir das an. 2,7er Zander macht sofort so viel Action hier auf dem dünnen Vorfach. So sieht das Ganze hier aus. Im Idealfall rennt man hier natürlich hin mit der Wechsila. Wechsila immer hier schön komplett plus 3 auf sämtliche Gummifischmontagen. Also, wenn man mal keine Skillpunkte übrig hat, das absolute Must-Have hier, die Wechsila. Jetzt in dem Fall hier mit, ja, 900 Meter Schnur. 900 Meter Schnur hier drauf. Und das Ganze mit 9 Kilo Vorfach. Also ganz entspannt in den Drill gehen. Wenn hier zu viele Zander und Ähnliches reingehen, ruhig ein bisschen dicker. Also so ein 12er Vorfach geht bestimmt auch noch fit. Gar kein Problem. 1-0er Haken hier. Und darunter natürlich der Nasty Worm 4,5005. Lübt der Lachs. Also direkt schnell wieder raus. Wir haben keine Zeit. Habt ihr gesehen, den Haken? Wie beim letzten Mal auch schon. Richtig schön fein, richtig schön klein und super leicht. Also hier geht es jetzt gerade nicht darum, dass der Köder super schnell absinkt, sondern dass im Idealfall in dieser Absinkphase, während der so ganz langsam runtertrudelt, dann schon der Biss kommt. Genau so Moke wieder. Und genauso kann man den auch wieder ein bisschen hochzubbeln. Guck mal, wie langsam hier die Schnur runter geht. Also hochzubbeln. Jetzt gucken wir nochmal auf die Schnur. Wow, mega langsam. Flupp. Also die brauchen richtig lange, bis die Schnur unten angekommen ist. Und das wollen wir haben. Das heißt, wir können hier schön immer in Wallung bringen. Bisschen einkurbeln, immer wieder ein bisschen zuppeln. Bisschen einkurbeln, bisschen zuppeln. Zack. Und dann die Route wechseln. Und das gleiche hier auch machen. Bisschen kurbeln, bisschen zuppeln, kurbeln. Und zuppeln. 1, 2 und 3 mal pumpen,
kurze Drehung machen, wieder weiter zuppeln, zack, Wechsel. Kurbeln und Wechsel und so weiter. Schön mit zwei Routen. Ich glaube, das reicht auch ganz gut. Ich hatte jetzt vor kurzem ja zuletzt auch nochmal mit drei Routen gemacht. Ist dann vielleicht doch ein bisschen zu heftig. Vor allem, wenn dann da mal was drauf geht auf die dritte Route. Man kann halt nicht abstellen, ne? Also dann hast du links und rechts die Routenhalter beide belegt. Das heißt, du kannst nicht abstellen und mal eben schnell hier den Wechsel machen oder mal eben schnell in den Trollinggang reingehen oder sowas. Also das alles nicht machbar. Und das ist schlecht. So, jetzt bin ich bei 10 Meter. Ich mache hier einfach wieder auf. Gehe jetzt hier weiter rein, pumpe jetzt hier nochmal wieder. Also das andere Ding trudelt so langsam nach unten. Hier zuppeln wir jetzt weiter. Bisschen drehen, bisschen zuppeln. Einkurbeln, zuppeln. Einfach wieder aufmachen. Gucken, was bei dem anderen ist. Und weiter geht's. Wo bin ich hier? Da oben. Da ganz oben. Was aber auch ganz gut lief, heute im Turnier, hier unten, der General Hui meinte allen, ich habe mal direkt nachgefragt, allen, wo stehst du? Hier am 15er. Hat auch gut funktioniert, einige Saiblinge, aber auch viele Seeforellen bei mir. Also, 15er soll gehen. Dann soll gehen, aus dem Chat, hier in der Area, live aus Japan die Information. Also, soll vielleicht auch funktionieren, habe ich noch nicht probiert. Vielleicht schaffe ich das gleich noch zu testen. Und dann eben hier das 17er. Ich bin jetzt gerade erstmal hier unten unter die 17 gefahren. Aber normal müsste man gleich hier nochmal die ganze Area kurz abbrettern. Und dann natürlich auch darauf achten, was hier auf dem Echolot steht. Immer dran denken, das Echolot am Archipel. Der Sender ist hinten. Also, das heißt, man fährt dran vorbei und sieht im Nachhinein, was da war, wo dann die Spots sind. Bedeutet also, ja, immer schön nach hinten rauswerfen oder einfach nochmal ein Stückchen zurückgehen, wenn man genau über dem Spot sein will, der dann da gerade angezeigt wird. Ja, wie gesagt, oder einfach nach hinten werfen. Oh, da ist was dran. So geht das dann natürlich auch. Fragen zum Echolot? Es gibt ein Video dazu. Ich verlinke das am besten nochmal kurz. Alle Infos zum Echolot. Da natürlich dann zum Nordmeer-Echolot. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das hier natürlich genauso. Ach ja, das geht auch hier übrigens ganz gut. Schön rauswerfen. Bisschen Schnur ziehen. 15 Meter habe ich jetzt raus an Schnur zumachen. Und jetzt einfach gucken. Jetzt sinkt das ganz langsam runter. Und wenn gleich währenddessen beim Absinken, was reingeht, ist hier schon mal der Bügel zu. Das Ganze geht sofort in die Bremse. Man sieht natürlich, dass dann auch die Ruder schön nach unten geht. Auch sehr, sehr angenehm. Kann man wirklich ganz gut machen so. Die andere Methode ist ja hier locker auswerfen und dann trudeln lassen. Und dann hat man halt die ganze Zeit offen. Das war jetzt gerade auf der Ruder auch so. Und dann musste halt gucken, ja, dass du dann den richtigen Moment auch erwischt, dass das hier zugeht, also dass der Fisch nicht ausschlitzt, weil ja der Bügel noch offen ist, also da ist kein wirklicher Druck drauf. Ist ein bisschen tricky das Ganze. Also eine Möglichkeit, wie gesagt, auswerfen. Da natürlich gucken, wie tief ist es hier. Ich bin jetzt hier gerade an einer Stelle, die offenbar 24 Meter tief ist. Also 24 Meter bis Untergrund. Das heißt also, wir könnten jetzt hier einen Schnurclip setzen auf 24, 25 Meter, werfen dann das Ganze aus, soweit wir rauskommen, halt auf die 24, 25 Meter und haben dann automatisch ja, wenn das Ding dann absinkt, bis nach unten hin, genau den Kontakt bis unten und danach kann man wieder hochkurbeln, wieder ein bisschen jiggen und so weiter. Oder ja, so wie man es gewohnt ist, ne, wieder hochziehen, Bügel langsam wieder aufmachen, absinken lassen und währenddessen dann hier. Guck mal, hier sind wir bei 15 Meter erst. Wieder auch noch ein bisschen absinken lassen. Und immer dieses Gezuppel. Es ist fast wie Pilken am Nordmeer, aber eben hier auf die kleinen Fischis. Nichtsdestotrotz können immer auch mal wieder Störe hier reingehen. Hatte ich gestern erst, gestern Nacht hier noch gestanden, 14 Kilo Stör mit reingeballert. Das geht. Vorhin im Chat hieß es, irgendwie über 50 Kilo Stör auch drauf gehabt. Also auch das passiert. Will man nicht, aber passiert. So, da haben wir jetzt zu. Hier gehen wir auch noch mal kurz auf. So, auf 25 Meter. Zack, auch zu. Und jetzt sind beide zu auf 25 Meter. Und jetzt fahre ich noch mal ein bisschen. Das ist natürlich auch noch mal eine Möglichkeit. Und zwar
anmachen, Tempo auf 1 km/h. Ich schlage sofort hier ein. Ist super langsam. Wir fahren hier ganz, ganz, ganz langsam. Aber auch das kann schon triggern. Eingeschlagen, weil ich möchte jetzt gerade so ein bisschen weiter nach oben. Hier oben so drüber, über die 17. Also nochmal weiter einschlagen. Nochmal ein bisschen rumfahren. Wir fahren super langsam. Aber auch mit diesem langsamen Fahren bewirkt es, dass wir Stück für Stück die Köder, die bommeln ja jetzt unten rum. Die haben ja super leichte Haken, fast kein Blei und durch die Strömung, durch das Vorwärtsfahren gehen jetzt natürlich immer weiter höher. Wollen wir ja eigentlich nicht so ganz, wobei man kann es so ein bisschen, ja, so machen, je nachdem wohin man, genau, jetzt fahren wir glaube ich gerade ziemlich genau nach oben. Genau, jetzt fahren wir so ein bisschen nach oben und jetzt geht es wieder aus und jetzt sinken die langsam halt wieder runter. Also alleine diese Bewegung kann schon mal was bringen. Aber wir sollten jetzt hier gleich, ja, jetzt haben wir hier 19 Meter, genau. Weißt du was, ich fahre sogar noch mal ein bisschen weiter. Fahren wir noch mal so ein bisschen weiter. Vielleicht kommt da ja gleich noch mal so ein Spot. Denn wir sind ja quasi, ja, nach hinten hin. Nach hinten hin raus. Jetzt haben wir hier auch schon mal wieder ein bisschen anderen Untergrund. Hier war gerade steiniger Untergrund. Das hier, gute Frage. Ist das schlammig? Ist das sandig? Ist das kiesig? Das ist auf jeden Fall schon mal ein anderer Untergrund. Jetzt wird es hier auf jeden Fall wieder. Und da stehen sie. Da stehen sie auf 19 Meter. Alter, ist das dunkel hier. Ah, hier bin ich. Und jetzt sind wir ganz weit nach hinten raus. Und müssen jetzt ein bisschen gucken. Also irgendwo hier an der Kante. Jetzt gucke ich gleich mal, wohin wir getrieben werden. Der Wind kommt direkt von vorne, also eigentlich schlecht. Wir müssten ein Stückchen wieder nach hinten. So, Rückwärtsgang. Denn wir werden gleich wieder in die Richtung nach vorne getrieben. Stück zurück. Bremse. So. Schön hier mit den Schnüre. Einmal nach links, einmal nach rechts. Die kunterbunten Dinger. Und jetzt treiben sie wieder oder gehen so langsam nach unten. Sinken langsam runter. Und im Idealfall gehen die Wecki-Rigs, die Wecki-Würmer durch den Spot durch und zack, geht was rein. Ja, also das ist natürlich immer das A und O, den Spot kennen, die Spots testen, ausprobieren, suchen, wo die Spots sind. Wie gesagt, ich werde jetzt hier in der Area gleich ein bisschen rumfahren, vielleicht auch gleich nochmal hier so ein bisschen in die Richtung und danach auf jeden Fall auch nochmal hier diese Area testen. Vor Monaten war auch immer mal wieder hier so zwischen, waren auch immer mal wieder die Saiblinge. Also das einfach testen. Ansonsten, was wirklich bisher schon gut funktioniert hat, hier am 15er und sonst auch eine klassische Stelle ist hier am 12er. Auch das hat ja zuletzt immer wieder gut funktioniert. Was ich noch nicht getestet habe, wäre hier unten. Das ist so eine klassische Lachs-Area, die immer mal wieder gut funktioniert. Oder eben hier diese 12er. Also nicht ganz so tief runterlassen. Ich sag mal so 12, 20 bis 20 Meter. 10 bis 20 Meter ist, glaube ich, eine ganz gute Tiefe. Und ansonsten halt eben probieren und mit dem Wecki-Wurm hier schön rumzubbeln. Den Wurm in Wallung bringen. Smoke wie dat. Dann macht das auch Bock und dann gehen da auch irgendwann die dicken Brocken rein. Also, ich teste jetzt hier nochmal ein bisschen und dann gucken wir mal, ob hier noch was Dickes reingeht. Zack, gesagt, getan und da schießt er auch tatsächlich rein. So soll das natürlich. Jetzt ist natürlich die Frage hier wieder auf dem 17er. Sind hier auch die Zander oder? Jo, die Roden sind hier. Bachsaibling, der nächste Kandidat. Sehr schön, also direkt wieder runterlassen. Und auf dem anderen jetzt hier testen. Also ein bisschen in Schwung bringen. Um die 15 Meter hier ein bisschen reinziehen. Wieder ein bisschen ablassen. Vielleicht haben wir ja gleich wieder da die Meldung stehen. Bewegung in Grundnähe bzw. Grundberührung. Ich glaube, das steht da ja eher. Und ansonsten sehen wir ja auch, dass, ja auf der Schnur zumindest, dass sich dann da nichts mehr bewegt. Jetzt haben wir hier die Grundbewegung. Natürlich nur, wenn man hier diese bunte Schnur verwendet, also diese 5 Meter Skala-Schnur, dann sehen wir hier, ob da noch was passiert oder nicht. 13, noch was Kilo hat hier die Schnur. Auch auf diesem Setup hier 13, noch was Kilo. Da ist ein Biss. Bäm.
Alter, auch immer wieder wichtig, ne? Solange das noch so ist, das hier... Oha, solange das noch so ist, dass hier die Schrift anfängt zu flackern, wenn irgendwo ein Biss ist, nutzen wir das natürlich schamlos aus und kriegen dann natürlich mit, dass hier irgendwo der nächste Zander reingeht. Mann, 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 doch. So, raus damit. Und dann sehen wir hier genau. Also, jetzt flackert hier nichts. Ja, auch hier 13 Kilo, 9 Kilo Vorfach, 1,0er Haken, der leichte mit 1,75 Gramm. Und gib ihm. So, jetzt hier wieder ein bisschen zuppeln. Bisschen hochziehen. Vielleicht zwischendurch auch immer mal wieder diesen Blick werfen. Wackelt hier irgendwo die Schrift. Also, dann ist kein Biss auf der anderen jetzt gerade, wenn da nichts wackelt, wenn da die Schrift nicht flackert. Und dann hier weiter rumzuppeln. Kurz rangehen. Wieder ein bisschen hochziehen hier bis auf 10, 5 Meter oben oder sowas. Und dann... einfach wieder aufmachen, runtersinken lassen und währenddessen die andere hier weiter in Wallung bringen. Ja, so und so ähnlich. Zack, da geht der nächste rein und da haut er auch schon wieder ab. Ich mache mal die Bremse ein bisschen lockerer. Lieber ein bisschen gehen lassen, gerade wenn so ein Einschlag kommt. Dann eben auch nicht so sehr erzwingen wollen das Ganze, sondern erst den Fisch ein bisschen abziehen lassen, hatte ich jetzt im letzten Video zum Koori auch nochmal gesagt. Gerade mit so Topwatern, da merkt man das auch häufig. Also nicht erzwingen, sondern lieber erst im Nachhinein dann die Bremse wieder hochziehen. Wenn der Fisch sich gedreht hat, wenn er ein bisschen abgehauen ist, dann den Haken richtig anschlagen und nicht, wenn er gerade beißt, den Haken direkt wieder rausziehen. Naja, dann haben wir da natürlich nicht so viel von. Also, so viel dazu. Teste doch auch mal, berichte auch gerne mal, wie das bei dir funktioniert hat, wo du gestanden hast, an welchen Spots es am besten funktioniert hat. Also, das ist alles mega interessant, denn ich denke, wir kriegen hier mit dem Archi oder am Archi mit dem Vecchi-Rig noch richtig, richtig viele Spots hin. Es muss bloß getestet werden und die Fläche ist riesig groß. Ihr wisst es selbst, es ist immer eine Qual, wenn man hier sucht. Guck mal hier, schon wieder Zander. Zander, Zander, Zander. Auch das übrigens, sobald man Vecchi-Rig verwenden kann und noch gar nicht vielleicht so hoch ist vom Level, diese Fische hier kann man eben auch mit einem, ich sag mal, leichten Setup durchaus beangeln. Man braucht hier kein Setup, was irgendwie 30, 40 Kilo schwer ist. Ihr seht selbst, ich bin hier mit 9 Kilo unterwegs. Das heißt, ich könnte mich hier auch mit einer HSV hinstellen oder sowas. Er hat ja auch immer noch ausreichend Schnur auf dem gesamten Setup und wir könnten hier auch immer noch ordentlich drillen. So, jetzt aber so viel dazu. Infos unten in die Kommentare, wenn ihr eine Stelle habt, die gut funktioniert. Ich teste das gerne und dann sehen wir uns ja im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch und gleichzeitig auf YouTube immer um 19 Uhr. Bis dahin, Petri.